Bereiten Sie nun die neuen Injektoren für den Einbau vor, indem Sie den gezeigten Bereich fetten und einen neuen Dichtring anbringen. Die Anlagefläche des Dichtrings muss fettfrei bleiben. Bringen Sie die passenden Spannpratzen an. Setzen Sie dann die Injektoren ein. Die Dehnschrauben ziehen Sie aber zunächst nur handfest an. Zurück zur Star Diagnosis. Die Daten für das Steuergerät sind übertragen und die Codierung ist abgeschlossen. Lernen Sie nun das Steuergerät ein. Folgen Sie der Menüführung, bis das Programm Sie dazu auffordert, die neuen Abgleichwerte für die Injektoren zu scannen. Scannen Sie den Code rechts auf dem Injektor. Den anderen Code decken Sie mit dem Finger ab. Erfassen Sie jeden Injektor einzeln und bestätigen Sie. Nun zur Rail. Wenn Sie die Rail nicht auswechseln müssen, tauschen Sie nur die Hohlschraube am Kraftstoffschlauch aus. Haben Sie ein Fahrzeug, bei dem der Teilesatz eine Rail enthält, müssen Sie die Rail austauschen. Lösen Sie die Hochdruckleitung. Nehmen Sie die elektrischen Steckverbindungen ab und öffnen Sie die Befestigungsschrauben. Nehmen Sie die Rail heraus und ersetzen Sie diese durch die neue. In jedem Fall ersetzen Sie die Hohlschraube durch die neue mit dem Anschlussstutzen. Denken Sie daran, den Dichtring einzusetzen. Beim Anziehen positionieren Sie den Schlauch parallel zur Rail und halten den Anschlussstutzen von Hand gegen. Die Ausrichtung muss parallel zur Rail sein. Lösen Sie den Halter für den Kraftstofffilterzulauf am E-Kass-Steller. Die Schraube benötigen Sie gleich wieder. Setzen Sie dann die Venturi unter dem Kabelkanal und dem Kraftstoffschlauch ein. Setzen Sie die Schraube am E-Kass-Steller nur lose an. Schieben Sie den Kraftstoffschlauch der Venturi auf den Stutzen der Hohlschraube auf und schließen die Klickschelle. Setzen Sie nun die Hochdruckleitungen zwischen den Injektoren und der Rail ein und ziehen diese zunächst nur handfest an. Achten Sie darauf, die Leitungen richtig zu verbauen. Die Leitungen der beiden hinteren Zylinder sind railseitig zusätzlich zum bekannten schwarzen Strich mit einem Fähnchen Rail gekennzeichnet. Jetzt ziehen Sie die Dehnschrauben der Spannpratzen mit 15 Newtonmetern an. Im nächsten Schritt ziehen Sie die Dehnschrauben zweimal mit einem Drehwinkel von jeweils 90 Grad an. Prüfen Sie die Einbaulage der Injektoren mit einem H-Lineal. Alle Injektoren müssen exakt das gleiche Höhenniveau aufweisen. Sollte dies nicht der Fall sein, prüfen Sie die Montage der Injektoren. Erst jetzt ziehen Sie die Hochdruckleitungen zu den Injektoren mit 33 Newtonmetern an. Erneuern Sie dann die Gehäusedeckel und die Dichtringe der Steckergehäuse für die elektrischen Anschlüsse der Injektoren. Die alten Teile werden entsorgt. Klipsen Sie dann den Leitungssatz auf die Hochdruckleitungen. Verbinden Sie alle Stecker mit den Injektoren und bringen Sie die im Teilesatz befindlichen neuen Sicherungsklammern an. Der Pfeil auf der Klammer muss nach oben zeigen. Den Dichtgummi am Anschlussstutzen ölen Sie mit Spezialöl ein. Schließen Sie jetzt die Leckölleitung an den Injektoren an. Verriegeln Sie die Leitung am Injektor, sodass danach die weiße Markierung sichtbar ist. Stecken Sie dann den Stecker am Nockenwellensensor wieder ein. Drücken Sie den Kabelkanal des Motorleitungssatzes wieder nach unten. Achten Sie auf eine korrekte Verrastung. Schrauben Sie den Kabelkanal wieder an seinem Befestigungspunkt an. Auch den Stecker für den Abgasgegendrucksensor stecken Sie jetzt wieder auf.
Im Teilesatz finden Sie eine Halteklammer, die Sie jetzt zwischen Hochdruckleitung, Zylinder 3 und Venturi befestigen. Danach schrauben Sie die Venturi am E-Cas-Steller fest und setzen den neuen Halter für den Kraftstoffzulaufschlauch in den Halter der Venturi ein. Sollte ein Kraftstofffilter mit langem Entwässerungsschlauch verbaut sein, verlegen Sie diesen nun neu. Dazu kürzen Sie die Lasche am Entwässerungsstutzen, verlegen die Leitung unter dem Kabelkanal hindurch und sichern diese mit einem Kabelbinder am Kabelkanal. Lösen Sie nun den Kraftstoffschlauch zur Hochdruckpumpe am Filter. Tauschen Sie die Klickschelle gegen eine neue Schelle aus und montieren Sie den Schlauch auf der Venturi. Die Klickschellen werden erst später geschlossen. Den Schlauch drücken Sie in die Halterung an der Venturi. Schieben Sie den Schlauch nach der Montage wieder ganz nach unten, um Scheuerstellen zu vermeiden. Den offenen Stutzen am Kraftstofffilter verbinden Sie je nach verbauten Filtertyp durch einen langen oder kurzen Schlauch mit der Venturi. Beide Varianten finden Sie im Teilesatz. Befestigen Sie dann die Schlauchhalterung zwischen Kraftstoffschlauch und Kühlmittelschlauch. Nachdem Sie geprüft haben, dass die Kraftstoffschläuche nirgends scheuern oder abknicken, schließen Sie jetzt die Klickschellen der Kraftstoffschläuche. Prüfen Sie nun den Abstand zwischen dem Halter an der Venturi und dem darunterliegenden Kühlmittelschlauch. Dieser muss mindestens 3 mm betragen, gegebenenfalls richten Sie den Halter etwas nach. Entfernen Sie dann die Schlauchklemme. Abschließend machen Sie noch den ursprünglichen Aufkleber mit den Injektorabgleichwerten unkenntlich. Mit der Star Diagnosis schließen Sie nun den Einlernprozess des Einspritzsystems ab.